Hi ho, Diggi Day und Topperwurf. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Yeah. Endlich kann ich wieder was Ordentliches machen. Auch wenn ich dafür tief ins Portemonnaie greifen musste, aber sei's drum. Das, um halt meine Motivation langfristig zu steigern, um glücklich zu sein und meine Freude zu verbreiten, habe ich mich dazu entschieden, ein Spiel zu spielen, was ich total liebe. Und statt jetzt zum Beispiel sowas wie Dustin Elysian Tail zu machen, habe ich mich für Solo Torobo Red the Hunter entschieden, weil ich da ganz toll viel vorlesen kann. Außerdem sind das wie so kleine Charaktere und das ist so knuffig. Entschuldigung. Ich habe das Spiel schon mehrfach durchgespielt. Damals, als es auf Japanisch rauskam, habe ich es mir bestellt, gekauft. In der limitierten Sammelbox mit Artbook und Soundtrack. Und hab mich auch tierisch gefreut, als es dann nochmal auf Deutsch rauskam. Mit deutschem Bildschirmtext. So. Gut. Vielleicht kennt jemand Solo Torobo, weil es ein indirekter Nachfolger ist von dem PlayStation-Spiel Tail Concerto. Oh ja, es ist ein schönes Spiel gewesen, aber Solo Torobo ist nochmal um meinen weit besser. Man spielt halt einen kleinen süßen Shiba Inu-Hund in einem Kampfroboter. Das klingt erstmal sehr abstrus, aber ich finde, es ist total toll. Also auch die Story ist wundervoll und so. Fangen wir einfach an. Wie gesagt, ich kann viel vorlesen. Und ich werde Stimmen verstellen, so gut es geht. Kurz was trinken, ist warm. Und nun zu den neuesten Meldungen. Die westliche Shepard-Republik wurde heute Morgen von einem Erdbeben erschüttert. Die Abteilung für Umweltinspektion gab gerade bekannt, dass das Beben von heute Morgen mit dem anderen Beben zusammenhängen könnte, die gleichzeitig auftraten. Bam, 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 bam. Okay, wir kommen unserem Ziel allmählich ziemlich nah. Hoffentlich lohnt es sich überhaupt für eine Akte, sich auf einen Frachter zu schleichen. Das wirst du, falls du es schaffst. Das wird es, falls du es schaffst. Falls? Was heißt hier falls? Was glaubst du, wen du hier vor dir hast? Wenn ich erstmal was in Angriff nehme, dann schaffe ich das auch. Ah, richtige Einstellung. Ich finde das so toll, dass ich vorlesen kann. Da wirkt das nicht so langweilig. Ich hab was zu reden. Prolog. Das erste Erscheinen. Dekompression. Oh ja, okay, das kann ich nicht vorlesen, ist zu schnell. Okay, es kann losgehen. Alles klar, der Counter läuft. 10. 5. 3, 2, 1, los! Viel Spaß, sei vorsichtig da draußen. Ja, vorlesen sollte gelernt sein. Wow! Die Hindenburg. Bam, 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 bam. Wie läuft's? Gab's irgendwelche Probleme? Im Gegenteil. Ich habe eine perfekte Landung auf der Hindenburg hingelegt. Der Klient möchte, dass wir eine vertrauliche Akte wieder beschaffen, die gestohlen wurde. Sie soll sich in einem speziellen Raum tief im Inneren des Frachters befinden. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, die Tutorials überspringen mich, weil ich weiß haargenau, wie das Spiel funktioniert. Also man bewegt sich halt mit dem Steuerkreuz, man hat diesen tollen Kampfroboter, kann mit ihm springen, zum kurzen Moment schweben, man kann sprinten
Und man kann hier so, also das kann ich noch nicht machen mit der C-Taste, da ist ja noch nichts. Ich kann sogar aussteigen und rumlaufen und dann so, falsche Taste. Nein? Ach, das macht er noch nicht, weil ich das noch nicht hatte. Okay. Dann machen wir einfach mal das Tutorial weiter, bevor ich euch zeigen kann, was der Charakter so kann. Wir können zum Beispiel diese Kisten durch die Gegend schmeißen. Ah, was sind das für Kisten? Ich muss sie nur aus dem Weg schieben. Schmeißen. Er meint schmeißen. So. Bam. So. Bam. Und so. Bam. Diese komischen Ringe, das ist das Geld dieser Welt. Heißt auch einfach nur Ringe. Toller Name. Bist du sicher, dass du... Bist du sicher, dass bei der Landung nichts beschädigt wurde? Hä? Meinst du meinen Roboter? Denn da ging's nie besser. Tu, was ich sage und check ihn einfach durch, okay? Spielmenü-Tutorial ansehen oder überspringen? Wir überspringen's. Welche Taste war das? Welche Taste war das? Alt? Die hier? Dann war es... Oh. Einen kleinen Moment mal. Kleiner Augenblickchen. Weil ich habe jetzt hier dooferweise zwei Tasten doppelt bewegt. Deswegen kann ich das Menü nicht aufrufen. So. So, jetzt kann ich das Menü aufrufen. Blöd. So, ganz unten in diesem Schiff befindet sich eine vertrauliche Akte. Ich soll noch weiter hineingehen. Ich sollte noch weiter hineingehen. Hilfe. Das sind nochmal diese Tutorials. Und wir können unseren Roboter anpassen. Und es gibt haufenweise Quests im Spiel. Ich weiß nur nicht, ob man diese DLC-Quests auch hier für die ROM runterladen kann. Keine Ahnung. Wenn, ist auch nicht so schlimm. Hey! Ich freue mich. Ich freue mich. Ah, ich liebe diese Gesichtsausdrücke. Hä? Die Tür ist von selbst zugegangen. Und sie ist fest verschlossen. Jetzt kannst du nur noch vorwärts gehen. Pass auf! Du musst dieser Eindringling sein! Naja, so ganz konkret würde ich nicht auf das Schiff gebeten, aber... So oder so bin ich jetzt hier und misch mit. Du Mistkerl, der hält sich wohl für ganz schlau, was? Oh ja, ich bin schlau. Wenn der Kampf beginnt, wird auf dem Touchscreen unten längs deine Lebensleiste erscheinen. Nimmst du Schaden, verringert sie sich. Wenn die Leiste leer ist, heißt es Game Over. Geh dicht an einen Gegner heran und drücke den A-Knopf, um ihn zu greifen und zu heben. Das ist im Prinzip der die Hauptmechanik des Spiels. Sobald du einen Gegner mit dem A-Knopf gegriffen hast, erscheint die Hubleiste. Drücke wiederholt den A-Knopf, um die Leiste zu füllen und Gegner umzudrehen. Also... Greife den umgedrehten Gegner und wirf ihn, um Schaden zu verursachen. Ich weiß, du kannst auch zwei Gegner gleichzeitig Schaden individuell auf den anderen wirfst. Das weiß ich auch. Dankeschön. So. Bam. So. Komm her. Bam. Level up. Max Leben erhöht. Besiege Gegner, um Erfahrung zu erhalten. Wenn du genug gesammelt hast, levelst du auf. Wenn du auflevelst, erhöht sich dein maximales Leben um einen kleinen Betrag. Weiter unten rechts auf dem Topscreen zeigt die Punkte, die bis zum nächsten Level fehlen. Irgendwie klingt das komisch. Glaub ja nicht, dass wir Kurvas das jemals vergessen werden. Kurvas? Sagt ihr gerade Kurvas? Wow, mit so einer großen Gilde wie der Kurvas möchte ich mich eigentlich nicht anlegen. Ja, wir werden noch später erfahren, wer das ist. Way! Das ist die Kurvas. Red, guck mal da draußen. Ich werde verrückt, der Schlagkreuzer der Kurvas. Captain, wir haben gerade ein Telegramm von Hindenburg erhalten. Sie melden einen neuen Eindringling. Diesmal ist es irgendein Junge auf einem Roboter. Bitte? Na, der war der Clown da drüben. Hallo
Ladies, wenn ihr ein Stück von meinem Schweif wollt, kommt her und holt's euch. Was machst du denn da? Hör auf, treib sie nicht zu Weißblut. Ach, Hunde, die bellen, beißen nicht. Was sollen sie schon tun? Mich abschießen? Schießt sie ab! Feuer! Ach du... Sie haben geschossen! Sie haben mich geschossen! Die haben doch nicht mehr alle Tassen im Schrank! Das macht so Spaß, das vorzulesen. Greife mit dem A-Knopf Raketen und andere fliegende Objekte und wirf sie zurück. Wuhu! Bam! Gib mir eine Rakete! Gib mir eine Rakete! Und da hast du deine Rakete! Wuhu! Bam! Wuhu! Wuhu! Und noch eine! Aua! Hä? Okay. Und noch eine! Und tot! Jetzt werde ich echt sauer! Stinksauer! Feuer! Feuer! Puste den weg! Captain Krumpf! Hören Sie bitte Wahnsinn auf! Wir schießen auf die Hindenburg! Kollateralschäden muss man im Gefecht hinnehmen! Feuer! Sofort! Crew, wir müssen den Video... Ich mal den Captain aufhalten! Was soll das? Nehmt eure Meuterer schon Pfoten weg! Sieht so aus, als ob die Kurvas alle Pfoten voll zu tun hätten. Genau wie ich. Möchtest du mir damit etwas Bestimmtes sagen? Kampf vorbei. Guck mal, die Vögel, die sind genauso schnell wie das Luftschiff. Lustig. Wow. Das ist der Maschinenraum. Der Aufzug funktioniert nicht. Ich komme da nicht rüber. In der Nähe müsste ein Schalter sein. Steig vom Roboter ab und such nach ihm. Nein, das lassen wir auch. Bam. Zack. Knopf gedrückt und fertig. Super, der Aufzug funktioniert. Da kann's ja weitergehen. Boom. Da ist nichts. Ich dachte. Achso, ich muss abstehen. Okay. Glitzerzeug. Einsammeln. Geld. Muss ich irgendwas machen? Was? Okay. Ich kann auch da. Muss ich auch noch nicht, dass ich da drauf laufen kann. Okay. Ich kann auf dem Computer laufen. Ach doch, da ging's hier doch weiter. Meine Güte, bin ich doof. Oh, Fleisch! Sammle Fleisch ein, um einen Teil deines Lebens wiederherzustellen. Manchmal kannst du Fleisch finden, wenn du Fässer kaputt machst. Mampf, 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 nampf, nom, 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 nom. Fahr mit dem Aufzug nach unten. Der Raum sollte irgendwo da unten sein. Okay. Untersuchen. Ich hab schon gehört, dass hier ein Felineko rumschleichen sei. Bist du der Anführer? Anführer? Wovon redest du? Geh mir aus dem Weg. Nein, das lassen wir auch. Wie dieser Kampf allerdings ausgehen wird, werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Ich weiß es ja schon. Ich hoffe, euch hat dieser erste Part von Solato Robo Red the Hunter gefallen und ich freue mich, wenn wir uns im zweiten Part wiedersehen. Man riecht sich. Bye, bye. Morgens 9:30 auf der Hindenburg.